So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und heute haben wir was ganz Besonderes vor, aber das sage ich eigentlich jedes Mal. Wer meine Pokémon Go Videos verfolgt, der wird sicherlich die Kategorie kennen, 7 Tage 7 Stops, wo ich immer 7 Stops eingereicht habe und wir dann immer eine Woche gewartet haben, bis sie alle bewertet wurden, durchgegangen sind, in Pokémon Go erschienen sind. Jetzt hatte ich eine andere Idee, als ich mit Pupsi in Erfurt war, habe ich gesagt, ich müsste mal so eine Folge drehen, 7 Tage 7 Subs, einfach nur wegen Subway. Problem ist, haben wir nicht geschafft, jetzt sind wir zurück in Hibuhausen, also Hildburghausen, da gibt es leider keinen Subway mehr. Dann habe ich gedacht, ach komm, lass das, ist eh schwachsinnig, 7 Tage lang Subway essen, brauchst du doch nicht. Jetzt hat meine Mutter mir was mitgebracht und gezeigt, in der Zeitung war nämlich so eine Annonce drin vom McDöner. Die haben Jubiläum, 22 Jahre McDöner. Und da gibt es jetzt dieses Jubiläumsangebot vom 7. bis zum 14.3. kostet Döner nur 3 Euro. Leider gibt es nur 3 verschiedene Soßen. Ich habe das alles mal hier in meiner Speisekarte festgehalten. Diese Kulmbacher Speisekarte, wenn ihr die aufklappt, habt ihr hier einfach diese ganzen Dönerkarten drin und alles, was es so zu essen gibt aus der Stadt. Könnt ihr auch umblättern, habt ihr aus der Umgebung noch ein paar Speisekarten drin. Habe ich mir immer mal so zurecht gemacht, wenn ich Hunger habe. Wird einfach reingeguckt, gekotzt und bestellt. Meiningen ist auch dabei. Wir brauchen jetzt aber McDöner, um euch das mal zu zeigen. Ne? Dann nehmt ihr einfach hier schön die Dönerkarte raus vom McDöner. Hier waren es noch 21 Jahre und der Unterschied ist nämlich, die Nummer 1 ist ein gewöhnlicher Döner mit Tzatziki. Die Nummer 2 ist der gleiche Döner, nur mit Joghurtsoße. Und die Nummer 4 mit McDöner-Art, sprich genau dasselbe, nur mit Spezialsoße. Um zu zeigen, dass das alles mit rechten Dingen zugeht, zeige ich euch kurz hier. Datum, ich hoffe, das erkennt man, da müsste draufstehen, Montag, der 9. März, 18.31 Uhr, den nehme ich jetzt als Abendbrot und ich habe mir geschworen, das im Prinzip so als kleines Experiment anzulegen. Was wird passieren, wenn man 7 Tage nur Döner isst? Erstens werde ich immer fetter, zweitens immer träger, drittens immer kurzatmiger, das gehört aber alles zusammen. Viertens, der Geldbeutel wird immer leichter und immer dünner, das sind im Endeffekt ja trotzdem dann 35 Euro, glaube ich. Kann ich rechnen, 7, 14, 28, das müssten eigentlich dann 28 Euro sein, wie ich jetzt auf 35 kam, keine Ahnung. 28 Euro für ein kleines Experiment und ich habe mir geschworen, dass ich diese 7 Tage lang auch nichts anderes esse, nur jeden Tag einen Döner und das ist es dann. Wir fangen jetzt an, bestellen jeden Tag live die Nummer 1, den Döner mit der mit Tzatziki. Deswegen rufe ich jetzt hier an. Wenn der Döner da ist, zeige ich euch auch nochmal das Datum, dass ihr seht, dass das alles passt. So, einmal hier anrufen, bitteschön. Ein Döner mit Tzatziki. Schönen guten Abend, ich hätte gern was zu essen bestellt. Ja, bitte. Und zwar ist das einmal die Nummer 1, ein Döner mit Tzatziki, extra scharf. Ja. Ja, das war's eigentlich, ich würde es dann auch gleich abholen. Ja, kannst du machen, ne? Okay, bin auf dem Weg. Jawohl. Tschüss. Toll. Jetzt kommt die Riesenbestellung. Gut, der erste also mit Tzatziki. Ich melde mich gleich zurück, wenn der Döner da ist. So, Mission erfolgreich, würde ich sagen. Jetzt ist es 18.46 Uhr. Immer noch Montag, der 9. März. Im Telefonbuch steht auch, vor 13 Minuten angerufen. Wunderbar, nimmt man mit. Hier jetzt also der erste Döner, ihr seht auch, eingepackt, den packe ich jedes Mal hier aus, beiß einmal rein und dann schwappe ich zum nächsten Tag. Der dürfte also jetzt extra scharf sein mit Tzatziki. Wir sind mal gespannt, ob die meine Wünsche erfüllen können, ob die wirklich jeden Tag die richtige Soße drauf machen, ob sie jedes Mal das Scharf nicht vergessen, ob sonst was damit ist, welche Soße am besten schmeckt. Wir haben hier also angefangen mit, wie komisch ist das wieder gemacht, Bruder, Bruder, Bruder,
Ich habe sogar nur 1,50 Euro bezahlt statt 3 Euro. Weil beim letzten Mal, als ich eine Pizza hatte für 8,50 mit Spezialsoße, hat die Spezialsoße 1,50 Euro zusätzlich gekostet, wären also 10. Die wollten aber 11,50 bei der Lieferung. Und der Lieferant dann so, er weiß von nix, gib Kohle her, Bruder. Habe ich gegeben, habe mich beschwert. Und dann haben die gesagt, wenn ich das nächste Mal komme, dann kriege ich die 1,50 Euro erstattet. Obwohl das schon ewig her ist, haben sie es aber noch gewusst, war also gut. Hab statt 3 Euro, also jetzt 1,50 Euro bezahlt. Hier seht ihr also Döner, wie man ihn so kennt. Mit Tzatziki sieht aus, okay. Ist nämlich alles weiß, riecht. Ja, dürfte richtig sein. Man sieht auch ein paar rote Körner da drauf. Also die erste Bestellung scheint schon mal okay zu sein. Ich glaube, das ist eh einfach nur Massenabfertigung gerade, weil die Leute alle da unten reinrennen und sich jetzt jeden Tag Döner holen bis zum Umfallen. Einfach nur Brot. Aber beim zweiten Bissen kommt hoffentlich der Döner durch. Ey Bruder, was ist da denn los? Da ist sogar Zitrone mit im Döner mit Schale. Muss das da rein? Ich weiß es nicht. Wir tun es einfach mal wieder zurück. Ich sage einfach mal, die werden schon wissen, was sie machen. Ich esse den einfach jetzt mit Zitrone. Vielleicht wollen sie mich auch umbringen. Oha. Jetzt habe ich eine Zitrone erwischt. Ich wüsste zwar nicht, wo eine Zitrone dran machen. Auf Pizza bestimmt nicht, in Salat auch nicht, aber einfach mal eine Zitrone in den Döner reingeschmissen. So, der nächste Tag, wir wollen nur den zweiten Döner bestellen. Ich rufe gleich direkt mal an beim McDöner. Jetzt ist es 16.41 Uhr. Ja, hallo, ich hätte gern was zu essen bestellt. Ja. Und zwar ist das ein Döner mit Joghurtsoße, also die Nummer 2, extra scharf. Ja. Ja, das war's. Ich würde ihn dann gleich abholen. Ja, kannst du kommen. Gut, bis gleich. Tschüss. Ja. Da lacht er, ne? Ihr seht, 16.42 Uhr am 10. März. Bis zum 14. März geht, wie gesagt, die Aktion noch. Gestern hatte ich ja den mit Tzatziki, heute also den mit Joghurtsoße. Ich hole den ab, bin gleich zurück und wir gucken dann mal, ob es heute wieder Zitrone gibt oder Mango oder sonst was. So, da sind wir also zurück mit dem Döner. Draußen ist richtiges Scheißwetter, jetzt ist es 16.51 Uhr. Immer noch Dienstag, 10. März, dass man das auch sieht. Das also jetzt der mit Joghurtsoße. Das ist aber eine Serviette. Mit Joghurtsoße. Gestern hat man den mit Tzatziki extra scharf wieder gesagt. Sind mal gespannt, was der Was ist das? Sind gespannt, was der Unterschied ist. So, lasst ihr immer diese Alufolie drum und krüppelt die so zusammen am Rand. Oder nehmt ihr die komplett runter und nehmt das nur in diesem Papier? Ich weiß es nicht. Irgendwie sieht er trotzdem anders aus als gestern. Irgendwie ist er viel bunter, oder? Kann das sein, dass da viel mehr Farbe drin ist, dran ist? Hier, was ist das denn? Möhren oder was? Habe ich gestern nicht gesehen. Hier, Brennnessel oder was? Habe ich gestern nicht gesehen. Entweder haben sie sich heute mehr Mühe gegeben oder sie denken, wenn jemand Joghurtsoße nimmt, der muss ja gesund unterwegs sein, deswegen kriegt er auch extra viel komisches Gemüse auf den Döner. Wir sind mal gespannt, wir beißen jetzt mal hier rein. Oben erstmal nicht so viel Leerlauf wie gestern. Gestern hat man beim ersten Biss eigentlich nur Brot gehabt und noch gar nichts von der Füllung. Da kommt mir insgesamt trotzdem irgendwie etwas breiter, etwas dicker vor. Aber Joghurtsoße an sich sehe ich gerade gar keine. Entweder ist sie so leicht, dass man sie nicht merkt, oder es kommt wirklich unten, aber ihr schmeckt viel mehr die anderen Zutaten raus. Gestern hat wirklich eigentlich nur nach Tzatziki geschmeckt mit ein bisschen Fleisch.
Hier merkt ihr viel mehr das Gemüse auch durch. Ich glaube, wenn ihr den mit Joghurtsoße nehmt, ist er allgemein einfach irgendwie ein bisschen frischer und gesünder. Schmeckt trotzdem wunderbar. Ich glaube, schmeckt sogar besser als der von gestern. Also wenn ich nochmal einen nehmen würde, zwischen Tzatziki und Joghurt, würde ich wieder Joghurt nehmen. Und hoffen, dass der genauso ist wie der. So, wir sind zwar nicht in der Ramses Kitchen Folge, wo wir anrufen, aber wir zeigen euch das trotzdem mal hier. Der 11. März, 18.18 Uhr. Wir bestellen jetzt trotzdem mal den Döner. Zack. Die Nummer 4 mit Spezialsoße, das schneide ich dann in das andere Video natürlich noch mit rein. Mit Döner-Schimmelsaat. Hallo, ich hätte gern was zu essen bestellt. Ja, bitte. Und zwar ist das ein Döner, die Nummer 4, mit Spezialsoße, ne? Und extra scharf. Ja, und? Jo, das war's. Ich würde es gleich abholen. Ja, ja, ist gut. Gut, bis gleich. Tschüss. Jo. So, da ist er also angekommen, ne? Sagen wir mal hier der Döner mit Spezialsoße, beziehungsweise wie er in der Karte steht, mit McDöner-Art. Tag Nummer 3. Erst gab es Tzatziki, dann gab es Joghurtsoße, heute gibt es Spezialsoße. Und ich habe mich nochmal erkundigt, dieses Rosane, was da rumliegt, ist brasilianische Soße. Habe ich schon gesagt, die nehmen wir mal morgen. Und der Chef hat gesagt, hey, kein Problem, kommst du vorbei. Sagst du einfach, 7 Döner, machen wir dir extra Soße, 7 verschiedene, alles gut. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das ist, wenn morgen die brasilianische ist. Das ist ja dann das 4. Was danach noch kommt, fürs 5., fürs 6., fürs 7. Aber der Ditschen sagt ja auch, ja, die machen die Soße ja immer selber, die rühren da irgendwas zusammen. Ob sie irgendwelche besonderen Sachen zusammenrühren können, extra für mich zum Testen. Wir machen jetzt hier, der Adi dreht schon durch, erstmal den Döner auf. Gucken mal hier rein. Gestern ist ja leider unten im Papier das ganze Fett zusammengelaufen. Der war richtig saftig, war dann am Ende aufdringlich. Von der Soße habe ich nicht so viel dann gemerkt, von der Joghurtsoße. Entweder ist die halt so neutral. Ich habe den ja eigentlich immer nur mit Spezialsoße genommen. Wir haben hier den nächsten, der jetzt also auch mit Spezialsoße. Gucken da mal rein. Wir sehen auf jeden Fall keine Zitronen. Wir sehen diesmal auch keine Möhren. Entweder sind die Möhren wirklich nur auf dem mit Joghurt dabei oder die wechseln jeden Tag einfach ihre Belege. Ich habe keine Ahnung. Wir nehmen diesmal das Papier weg, raus, krüpfeln den mal um, beißen mal rein, gucken mal, wie der heute schmeckt mit Spezialsoße. Wir sind gespannt morgen auf die brasilianische. Und eigentlich habe ich wieder gesagt, extra scharf. Ich sehe jetzt aber gerade nichts Scharfes. Entweder vergessen die das jeden Tag oder ich weiß auch nicht. Ich meine, die sind mega sympathisch, aber irgendwie vergessen die jeden Tag, das Scharfe drauf zu machen. Ich suche eigentlich lauter rote Punkte, die da drauf sind, damit man weiß, da ist ordentlich Gewürz drauf. Sehe ich jetzt aber nicht. Ja, ich bin gespannt. Ich beiß trotzdem erstmal rein. Das ist sowieso sinnlos. Gestern nachdem habe ich gesagt, boah, nicht so schlecht. Nie wieder Döner. Heute beiße ich in den dritten und denke mir, boah, ist das geil, am besten gleich noch einen. Ich glaube, das wechselt jeden Tag. Seht euch den an, der sieht gut aus. Da ist zwar viel Rotkraut drauf. Früher gab es die auch komplett ohne Rotkraut. Jetzt ist überall Rotkraut, Weißkraut immer drauf. Wenn der zum Lutz geht zum Beispiel, der macht nur Weißkraut drauf, sonst nichts anderes. Der schmeckt aber auf jeden Fall auch richtig genial. Ich glaube, die Spezialsoße ist einfach am besten, passend dazu, schmeckt einfach am besten. Bevor ich mir nochmal einen Joghurt, eine Joghurtsoße hole, würde ich auf jeden Fall Spezialsoße nehmen. Ich glaube, auch bei Tzatziki hat der die Nase vorne, für mich persönlich. So, wir sind auf jeden Fall jetzt auf, ja, renn halt weg. Wir sind auf jeden Fall jetzt beim 4. Tag angekommen. Und wir machen es jetzt anders. Die Mom ist nämlich am Start. Und wir holen uns heute den einfach mal unten ab.
und werden die nächsten auch einfach drin bestellen und drin abholen. Nicht mehr vorher anrufen, sonst blockieren sie irgendwann noch meine Nummer. Ich glaube, das mit dem Anrufen dreimal reicht. Und ich bin ja interessiert, die haben gestern ja so brasilianische Soße da gehabt und gesagt, die machen dann einfach brasilianische Soße drauf, wie die schmeckt, ob das scharf ist. Und es hieß, wenn ich reinkomme und im Laden bestelle, sie schmeißen mir noch andere Sachen drauf, dann andere Soßen. Sie können da extra für mich vielleicht irgendwas zusammen schustern, damit ich wirklich 7 verschiedene habe. Ich bin mal gespannt. Es gibt sogar mittlerweile Hotdogs hier, ne, bei McDöner. Ich könnte ja eigentlich mal Werbung machen, rumdrehen, aber da drin laufen Personen rum. Guckt mal kurz hinter mir hier, McDöner. 7 Tage, 7 Döner-Aktion. Heute Tag 4. Es ist jetzt 17.40 Uhr. Essen tue ich aber dann wieder zu Hause. Also bis gleich. So, da sind wir also zu Hause mit dem Döner. Er hat auch extra ein blaues X drauf gemacht. Und ich habe gesagt, mit brasilianischer Soße. Da hat er sich gefreut und gelacht. Heute war nämlich ein ganz anderer da wie sonst. Aber der hat richtig, die Augen haben gefunkelt, als ich gesagt habe, mit Brasilien-Soße. Ich weiß zwar immer noch nicht, was das ist. Ihr seht aber schon hier, wenn man das aufmacht, dass da so eine lilane Soße drauf ist. Das soll die nämlich sein. Ich weiß nicht, nach was die schmeckt. Brasilien, vielleicht fruchtig, vielleicht scharf, vielleicht irgendwas anderes. Ich bin gespannt. Gestern, der Döner hat auf jeden Fall am besten geschmeckt mit der Spezialsoße. Ich glaube, ich würde die restlichen auch mit Spezialsoße nehmen, wenn es nichts anderes mehr gibt. Heute haben wir aber die. Und die letzten 3, mal gucken, vielleicht können sie wirklich noch irgendwas Besonderes machen. Dass man einfach mehr zu testen hat. Wir beißen jetzt mal in den rein. Ich habe wieder gesagt, extra scharf. Jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst, ob der da Gewürz drauf gemacht hat. Denn alle 3, die ich bisher hatte, waren eigentlich nicht scharf. Ich glaube, da wurde das einfach immer vergessen. Wir nehmen einen Biss und schauen mal, ob wir uns in Brasilien wiederfinden. Also irgendwie merke ich gerade gar nichts. Irgendwie geschmacksneutral momentan. Könnte man vergleichen mit der Joghurtsoße gerade, weil die auch irgendwie nach nichts geschmeckt hat. Vielleicht muss ich mich einfach nur weiter runterarbeiten, weil der das ja unten alles schön eingeschmiert hat mit der Soße. Ich beiß mal nochmal ab. Da ist auch das Fleisch dabei. Das sieht gut aus. Also irgendwas schmeckt gerade salzig. Ich weiß nicht, ob das davon kommt oder von was auch immer. Aber ich merke schon wieder, keine Schärfe, nichts, nichts scharf. Also ich werde ihn auf jeden Fall jetzt noch fertig essen. Der Adi ist auch gerade reingekommen. Hier sein Schwänzchen. Ich könnte jetzt trotzdem aber nicht sagen, nach was die brasilianische Soße schmeckt. Vielleicht hätte man die mal so probieren sollen, ohne irgendwas. Schön die Haare auf den Döner. Ist auf jeden Fall nicht aufdringlich. Ich glaube, mein Liebling ist immer noch trotzdem die Spezialsoße. Wir gucken aber mal, ob wir morgen noch was anderes kriegen. Melden uns dann wieder bei Tag Nummer 5. So, nächster Tag, heute die 5. 4 Stück haben wir schon gegessen, 4 Döner haben wir schon mitgenommen. Gestern die brasilianische Soße. Das Lustige ist, ich habe schon 4-mal Döner bestellt, extra scharf, und habe kein einziges Mal extra scharf bekommen. Ich bin mal gespannt, was heute geht. Mein Plan für heute, wenn sie keine andere Soße mehr haben oder nichts Feines zaubern können, nehme ich den heute einfach mit Ketchup und Mayo. Ist ja im Prinzip da nichts anderes, wie wenn ihr einen Hamburger nehmt, nehmt ihr auch Ketchup und Mayo drauf. Und da ist halt dann einfach anderes Fleisch, ansonsten habt ihr auch Salat, Brot, sonst was. Also probieren wir heute vielleicht einen mit Ketchup und Mayo und den 7. den nehmen wir dann mit Honig einfach. Und dann nein, das wäre, glaube ich, für eine extra Folge Ramses Kitchen der Honigdöner. Das wäre auf jeden Fall lustig. Wir gehen jetzt rein, wir bestellen den nächsten und dann melden wir uns von zu Hause, wenn wir den essen. So, da sind wir wieder angekommen zu Hause mit dem 5. Döner und ich kann jetzt schon sagen, der ist wieder nicht extra scharf, aber das ist ja auch kein Wunder, ne? Und ich merke langsam, gehen mir auch die Ressourcen aus. Jetzt habe ich schon erfragt nach Tzatziki, nach Joghurt, nach Spezialsoße, nach der brasilianischen Soße. Habe ich gefragt, ob sie noch andere Soße haben, dass ich was anderes. Jetzt hat mir der Opa, wie sie immer sagen, der wirkt auch so manchmal. Der ist richtig sympathisch. Aber
Ich glaube, alles, was ich sage, muss ich immer fünfmal sagen, weil der halt, naja, der hört halt nicht mehr so gut so. Und der ist immer so richtig ganz gechillt. Der ist so gechillt, der wächst euch gleich ans Herz. Aber irgendwie ist dadurch alles auch öfter sehr chaotisch. Jetzt habe ich gefragt, ob er noch andere Soße hat, die man vielleicht mal auf den Döner machen kann. Und er hat mir empfohlen, diese Creme, die man immer nimmt zum Döner einschmieren und dann das Fleisch drauf tut. Aber die ist doch eh auf jedem Döner drauf. Die schmiert er doch vorher rein und will die dann nochmal oben drauf. Also das ist ja jetzt nichts Besonderes. Deswegen habe ich den also jetzt einfach mit Mayonnaise, ich glaube das war sogar Remoulade, was er drauf hat, mit Ketchup und Mayonnaise oder Remoulade genommen. Jetzt habe ich leider aber gar keine Ideen mehr. Vielleicht nehme ich dann morgen einen ohne Soße und mache mir zu Hause Chili-Soße drauf, damit ich wenigstens Schärfe habe. Da bin ich mal gespannt. Und irgendwie ist es auch so komisch, ihr kommt da immer rein und da stehen so viele Mitarbeiter, wo der eine nicht weiß, was der andere tut, so ähnlich. Also er hat ja gesagt, schön Werbung machen, aber man muss auch mal Kritik üben. Es ist eigentlich immer ganz korrekt, dahin zu gehen, aber manchmal fragt man sich wirklich, was hier gerade gespielt wird, wie in einer Comedy-Show. Du gibst die Bestellung auf bei dem einen Döner, extra scharf bitte. Dann wird sich irgendwie darum gekümmert, hinten steht jemand anderes, guckt, hä, was mache ich hier, wo bin ich hier? Dann kommt jemand ganz anderes, der nimmt plötzlich den Döner von dem, klatscht da irgendwas rauf, packt den ein und ich denke mir, der weiß doch eigentlich gar nicht, was ich wollte oder um was es ging, aber ich hätte jetzt einschreiten können, sagen, hey, schon wieder nicht extra scharf, Bruder, was ist da los? Aber ich will einfach wirklich mal gucken, wenn ich 7-mal extra scharf bestelle, ob sie es wirklich schaffen, 7-mal nicht scharf zu machen. Also, das wäre natürlich dann ein mega Fail. Aber gut, wir haben den jetzt hier, den packen wir mal aus. Mit Ketchup und mit Remoulade eigentlich. Sieht wieder aus wie sonst was. Ist ja eigentlich jetzt nichts Schlimmes, denke ich mal. Kann man sicherlich so essen. Wieso da keiner eher drauf gekommen ist, einfach mal Ketchup und Remoulade auf den Döner zu machen. Irgendwie erkennt man gar nicht. Das ist wahrscheinlich wieder alles unten drunter. Den probieren wir jetzt. Für morgen hätte ich theoretisch noch Chili-Soße, die ich mir aber selber dann drauf mache. Und für den 7. weiß ich immer noch nicht. Zur Not gibt es halt wirklich einen Döner mit Honig oder irgendwas. Irgendwas Lustiges am Ende. Oder einen Döner mit Senf einfach. Senfdöner, das geht auch. Wenn wir schon Ketchup haben, müssen wir auch Senf probieren. Wir beißen jetzt aber mal hier rein. Döner Nummer 5 von 7. Morgen geht es natürlich weiter. Ich glaube, das kann man wirklich irgendwie vergleichen mit einem Hamburger. Da habt ihr ja auch viel Geschmacksträger, eben auch die Soßen dazu. Eine kräftig fettige Remoulade, das Ketchup dabei. Und diese anderen Soßen, die drauf machen, die tropfen ja meistens überall runter und wirken dann so aufdringlich. Aber ich glaube, hiervon, da könnt ihr einen guten Geschmack sehr beherzt mitnehmen. Und es ist nicht so fettig, obwohl es Remoulade ist oder was auch immer. Schmeckt auf jeden Fall richtig gut. Ich glaube, den nehme ich jetzt immer so. Lasst mal die komische Soße weg. Packt da einfach mal Mayo und Ketchup drauf. Also ich bin begeistert. Ich finde, jeden Tag sage ich eigentlich, das ist der Beste. Den ersten fand ich gut, den zweiten fand ich dann besser. Den dritten fand ich auch besser. Gut, beim vierten habe ich gesagt, dass ich eigentlich von der Soße gar nichts merke und gar nicht weiß, was die Soße jetzt für einen Geschmack hat. Aber ich glaube, der übertrifft wirklich jetzt alles mit Ketchup und Mayo. Und lass ich mir jetzt schmecken. Und ich will dem McDöner ja auch nichts Böses. Aber manchmal geht es halt wirklich ein bisschen unkoordiniert zu. So, der Ramses wird verfolgt. Wir sind auf jeden Fall jetzt beim letzten Dönertag angelangt. Heute ist nämlich der 14. Ich weiß nicht, ob ich das hier zeigen kann. Der 14. März. Heute gibt es nochmal den Döner für 3 Euro. Da ist der Crazy O, da ist der Stefan O, der Steve O, nein, der S-Card und der Prime. Die sind nämlich jetzt am Freitag angekommen. Heute ist Samstag. Glaube ich. Ich muss mir jetzt auf jeden Fall 2 Döner holen, darf aber nur einen heute essen und den anderen muss ich morgen essen. Mein Plan ist, ich hole mir einfach beide ohne Soße und werde selber irgendwo Soße drauf basteln. Das seht ihr aber dann, was ich dann nehme. Oh, da steht auch mein Onkel, ne? Zumindest das Auto. Ist das nicht einer hier für mittags und einer für abends?
Nein, muss eigentlich doch vier holen. Ich muss jeden Tag einen essen und deswegen heißt es, ich esse heute einen und morgen einen. Der von morgen liegt halt dann schon im Tag, aber ist ja egal. Nein, heute Mittag und dann abends. Ach, hört nicht auf den. Zwei Döner am Tag dürft ihr nicht essen, dann fallt ihr nämlich um. So, wir gehen jetzt mal rein. Ich nehmen zwei Döner, jeweils 3 Euro. Der letzte Tag heute, wo es 3 Euro kostet. Und dann gucken wir mal, was wir noch für Soßen drauf knallen. So, wir sind jetzt zu Hause angekommen. Hier seht ihr auch den Prime, ne? Der ist ja da momentan mit dem Stefan und mit dem Marius, also mit dem Eskard und mit dem Crazy O. Wir haben uns jetzt also wieder Döner geholt. Diesmal gleich 2 Stück. 2 für den Ramses, 2 für den Prime. Der Prime hat sich extra auch diese brasilianische Soße gegönnt. Da sind wir mal gespannt, wenn er probiert, wie er die brasilianische Soße findet. Ich habe ja gesagt, ich habe eigentlich gar nichts geschmeckt. Ich könnte gar nicht sagen, wonach die geschmeckt hat. Vielleicht hat der Herr so einen dezenten Gaumen, dass er sagen kann, dass da ist das dran und das und hier und dort und kann uns genau erklären, was die brasilianische Soße ist. Da heute eben der letzte Tag war, musste ich mir eben gleich 2 holen. Damit ich heute einen esse und morgen auch, weil morgen würde der eigentlich wieder 4,50 kosten, sprich ich lasse einen jetzt einen ganzen Tag liegen, dass der schön kalt und matschig wird. Einen anderen esse ich aber jetzt, probiere ich. Und diesmal war der Jugendliche da, der das zurecht gemacht hat. Und diesmal ist es das erste Mal, wo ich auch gesehen habe, dass wirklich scharfes Gewürz drauf gemacht war. Der hat sich extra hingestellt und gesagt, so, noch mehr, so, sagen wir gut, so, so. So viel drauf, als ob der die ganzen Videos schon kannte, die noch gar nicht online sind und gehört hat, dass bei 5 Dönern bisher nie scharf drauf war. Diesmal habe ich, wie gesagt, ohne Soße genommen, weil ich mir dachte, ich packe einfach mal hier diese Chili-Soße drauf, damit das scharf ist. Und die ist wirklich scharf. Es gibt ja so viele Soßen. Ich weiß nicht, isst du gerne? Nee, du, der ist. Der ist kein Schaf. Der ist gar kein Schaf, gar nicht so. Aber bei vielen Sachen, wo immer dort steht Chili-Soße, das schmeckt einfach nur nach ein bisschen Ketchup und Paprika und das war's. Aber die, da steht scharf drauf und die ist auch wirklich scharf, meiner Meinung nach. Die merkt man. Deswegen habe ich den Döner ohne Soße genommen. Wir machen uns den selber scharf heute, obwohl der ja mittlerweile schon scharf ist, weil der Junge schön viel scharf drauf gemacht hat. Und für morgen lasse ich mir noch was einfallen für den 7. Döner. Ganz am Ende werden wir jetzt sicherlich noch mal einkaufen gehen. Und auf den 7. kommt dann auch was Besonderes drauf. Deswegen ist der 7. eben auch ohne Soße genommen. Hier seht ihr das, ne? Mensch, sieht gar nicht aus wie ohne Soße, sieht aus wie ohne Fleisch. Da also, ganz normal, schöner Döner. So. Willst du mal in deinen reinbeißen und mal gucken, ob du die brasilianische Soße rausschmeckst oder ob du irgendeinen Unterschied schmeckst so zu dem normalen Döner, den du sonst bei dir immer hast, damit wir da mal ein Feedback bekommen. Ich esse meistens Dürüm. Dürüm. Der ganze Salat fällt raus, ohne Soße, ne, fällt alles raus. Weil das Dürüm fällt halt der ganze Salat und alles nicht raus. Ja, weil alles zusammengerollt ist, ne? Genau. Deswegen halt immer praktisch. Es gibt ja auch beim Bilan immer diesen Chili Cheese Döner, der saut aber viel rum und wenn man den als Chili Cheese Döner Rolle nimmt, was ja dann auch so ist, ist das auch besser proportioniert und einfach schön immer in den Schlund rein so, also kenne ich schon, hat schon Vorteile beim Essen, wenn man so eine Rolle nimmt. Der Prime beißt ab, ne, aber ich glaube die Soße ist sowieso weiter unten und man kriegt die vielleicht gar nicht so mit. Bis jetzt schmeckt es nur noch Gemüse. Ganz normal. Und dann ess erstmal, ich frage dich einfach dazwischen nochmal. Ich packe jetzt hier auf jeden Fall mal, oder beziehungsweise wir probieren einfach mal komplett ohne Soße. Einfach nur einen Döner, ganz natürlich, ohne schädliche, fettige Gammelsoße, aber extra scharf. Das sieht man nämlich schon überall die roten Punkte. Aber das Fleisch ist schön zart. Mmh. Und der Salat ist auch schön frisch. Jetzt frage ich mich gerade, wieso man da eigentlich immer Soße drauf nimmt. Schmeckt doch so viel gesünder. Wir packen trotzdem mal die Chili-Soße aus. Hauen die oben drauf. Und probieren dann mal mit Chili-Soße, wie das schmeckt. Richtig ein Batzen. Vor jedem Biss neu Soße auftragen, so muss man das machen. Guckt euch das an. Der beste war sowieso gestern der einfach mit Mayonnaise und Ketchup. Der war so kräftig vom Geschmack auf einmal. Ich bin gespannt, was die Chili-Soße kann. Und ob der Prime schon zur
brasilianischen Soße vorgedrungen ist. Fehlanzeige. Ja, okay, man merkt, die Soße ist halt ein bisschen scharf im Abgang. Aber ich glaube trotzdem, dieses Mayonnaise-Ketchup-Gemisch hat einfach besser dazu gepasst, hat einen besseren Geschmack gemacht, war einfach kräftiger. Das brennt ein bisschen, aber ist nicht so präsent, würde ich sagen. Also hier beim Salat, und da merke ich jetzt auch gerade die Soße, die vermischt sich aber sehr gut mit dem Salat und macht den einfach noch ein bisschen vom Geschmack her intensiver, auf jeden Fall. Muss mal gucken, wie das jetzt mit dem Fleisch ist. Okay, brasilianische Soße ist also Salatsoße, wenn man es so nimmt. Ich habe auf jeden Fall... ein bisschen so wie Dressing, also kann man schon sagen. Also mit dem Salat kommt das schon ein bisschen so dressingartig rüber. Ich habe die Soße bestimmt gemerkt, aber nicht gewusst, dass es die Soße ist. Deswegen habe ich gesagt, ich merke die Soße gar nicht. Aber gecheatet, ich habe geguckt. Ja, gut, man sieht es ja, weil es ja lila ist, auf jeden Fall. Der beste war bisher trotzdem wirklich der mit Ketchup und Mayo. Und morgen lasse ich mir noch was anderes einfallen. Vielleicht wirklich mal Honig auf dem Döner oder dafür eine extra Folge, der Honigdöner bei Ramses. Ne? Das wäre eigentlich zu schade, das in einem Video jetzt so zu verschwenden. Das braucht einen extra Titel. Dann gucken wir aber beim Einkaufen, ob wir heute noch irgendwas finden, was wir da draufhauen können. Vielleicht Senf. Der Senfdöner, wenn wir schon Ketchup und Mayo hatten. Probieren wir den morgen mal mit Senf oder so. Sind viele Optionen möglich. Wir beißen hier nochmal rein, da wieder die Soße drauf. Ne? Und ja. Dann ja, aber die Soße hat ja so die, die Farbe von so Rotkohl, muss man schon sagen. Und Rotkohl ist ja auch immer drin. Und deswegen kann man das nicht direkt sagen, dass es ne, von der Farbe her, dass du sofort die Soße erkennst. So, wir sind also angekommen am letzten Tag beim letzten Döner. Heute ist Sonntag, der 15. März. 9.18 Uhr in der Früh. Die anderen schlafen noch alle, also Prime, Crazy O, S-Cut. Ne? Ich habe jetzt hier den letzten Döner von gestern. Wir haben ja gestern gleich zwei geholt. Wieder ohne Soße, extra scharf. Also die letzten zwei hat man wenigstens wirklich so bekommen, wie man sie wollte. Den letzten werde ich jetzt auspacken, werde den essen. Und habe mir gestern extra noch ein Becherchen Senf geholt, da der mit Ketchup und Mayonnaise irgendwie am besten geschmeckt hat, am heftigsten, werden wir einfach noch den letzten probieren, zusammen mit Senf. Da tun wir mal den Löffel hier rein, schmeißen das dann oben drauf, packen den aber aus. Habt ihr auch schon mal Döner zum Frühstück gegessen? Schreibt es mal in die Kommentare. Bin mal gespannt, was das wird. Sieht ein bisschen plattgedrückt aus. Ja, das Brot ist halt nicht mehr knusprig, aber muss es ja nicht. Ich musste ja gestern holen, weil gestern hat er noch 3 Euro gekostet. Heute wieder der reguläre Preis, 4,50 Euro. So, das schöne Papier abmachen. Das schon, guckt mal, wie komplett das durchgefettet ist. Das sieht doch herrlich aus, da weiß man wenigstens, wo es herkommt. Wir probieren erstmal einen Biss so in den trockenen, verlausten Döner. Ich weiß auf jeden Fall, Prime hat gestern Abend sein noch gegessen, aber ich glaube, das war trotzdem kein großer Unterschied. Und zu dem jetzt. Ein Döner ist halt wirklich so eine Sache. Lohnt sich eigentlich nur, wenn der frisch ist, wenn er noch warm ist, wenn er noch knusprig ist. Sonst ist das einfach alles nur trocken und pappig. Wir basteln uns jetzt aber mal den Senf auf den Döner. Hier eine Schaufel hin, ne? Probieren das mal zusammen. Bin ich gespannt und irgendwann möchte ich mir noch mal einen mit Honig machen, der aber dann in der Extra-Folge, ah, die ist auch gerade wieder reingekommen. Schmeckt einfach nur noch nach Senf, alles. Vom Döner merkt man gar nicht viel. Aber egal, ich werde ihn jetzt fertig essen. 7 Tage, 7 Döner, die Aktion ist vorbei. Jeden Tag mit einer anderen Soße oder anders gemacht.
Ich glaube, am zweiten Tag hatte ich schon die Nase voll. Am zweiten Tag habe ich schon gesagt, boah, nie wieder Döner. Aber nach dem dritten, vierten Tag ging es dann eigentlich wieder besser. Da habe ich mich schon gefreut, dass ich endlich los kann und kann mir wieder einen Döner holen. Ist also komisch. Ich glaube aber, mit Pizza ist das auf jeden Fall noch angenehmer. Da hat man ja auch mehr Auswahl. Gibt ja auch Menschen, die 21 Jahre lang jeden Tag nur Pizza essen. Gab es ja auch mal eine Doku im Fernsehen. Irgendwann hängt das einem zum Hals raus, sagen die einen. Aber dann gibt es Leute, die beweisen das. Nö, das geht. Man kann sich auch einseitig ernähren. Das war es von meiner Seite aus. Ich weiß nicht, was das Ganze jetzt gebracht hat. Einfach mal das Angebot mitgenommen, ein bisschen Werbung für McDöner gemacht. Wie gesagt, eigentlich sind die ja immer nett und sympathisch, aber es ist manchmal so chaotisch da unten, dass dann keiner mehr mitkriegt, was war jetzt wie und wo. Und dann kriegt ihr einfach was anderes oder es wird was weggelassen. Aber wenn ihr darauf hinweist und wirklich sagt, da hat was nicht gepasst, kommen die euch auch entgegen. Oder ihr kriegt mal was so, oder deswegen gleicht sich das, glaube ich, wieder aus. Wenn ich jetzt hingehe und sage, 5 Stück waren ohne Schaf, dann kriege ich bestimmt ein Schaf nach Hause geschickt, was ich jeden Tag dann striegeln und bügeln kann. Aber darauf kam es mir jetzt auch nicht an. Wenn ihr also in Hibu seid, geht mal vorbei bei McDöner, probiert da mal die Döner. Ihr könnt auch zum Abo mal die Döner und dann selber mal entscheiden, wo schmeckt euch der Döner besser. Ich weiß immer nicht, wenn ich Döner essen soll, wo soll ich hin? Manchmal da, manchmal da, manchmal auch beim Dillmann in der Wand. Also, keine Ahnung. Und wenn ihr einen Döner haben wollt, der so deutsch ist, dass er mit nichts vergleichbar ist, dann geht zum Kaufland, zum Döner Lutz. Da ist nämlich wirklich so gut wie nichts drauf. Aber da kann man auch nicht viel verkehrt machen, sage ich mal dazu. Das war's jetzt von meiner Seite aus. Ich beiß nochmal hier in den Senfhappen rein. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses, ne?